Hallo und herzlich willkommen bei Mein Zaubertopf. Ich habe heute noch mal so einen kleinen Quick-Tipp für euch, nämlich wie man Spaghettis im Thermomix kocht. Als erstes geben wir ungefähr 1200 Gramm Wasser in den Mixtopf. Das Wasser erwärmen wir jetzt erstmal 10 Minuten auf 100 Grad und Stufe 1. Das Wasser ist heiß und jetzt gebe ich Salz dazu und Nudeln. In unserem Fall sind das jetzt Spaghettis und das ist immer wirklich sehr faszinierend, weil man ja immer denken könnte, das wickelt sich alles ums Messer, aber die kommen da wirklich restlos wieder raus. Die Nudeln kochen jetzt nach Packungsanweisung bei uns jetzt 9 Minuten, 100 Grad. Und auf gar keinen Fall den Linkslauf vergessen auf Stufe 1. Schreibt es übrigens gerne mal in die Kommentare, ob ihr eure Spaghettis auch schon mal im Thermomix gekocht habt und was ihr damit für Erfahrungen gemacht habt. So, unsere Spaghettis sind fertig und seid gespannt, wenn ich sie jetzt abgieße und ich mache das immer im Varoma. Und ihr seht es, es sind alle Nudeln aus dem Mixtopf, da verheddert sich nichts. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt noch mal einen kleinen Eindruck bekommen, was man noch alles mit dem Thermomix machen kann. Und wenn ihr kein Video von uns verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Da freue ich mich riesig drüber und wir sehen uns beim nächsten Mal.